Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und zwar heute mit der großen Verlosung. Vor knapp 3 Wochen hatte ich ja am Strand von Kiel davon berichtet, dass mir Lego dankenswerterweise einige Sets zur Verfügung gestellt hat, die ich verlosen kann. Einmal die Saturn 5, die ja gar nicht mehr auf dem Markt ist, also schon ein richtiges Sammlerobjekt. Dann der Mustang, den gibt's noch, aber für viele vielleicht das Set des Jahres 2019. Und das Drachenbootrennen, das auch nicht mehr, glaube ich, ganz normal erhältlich ist. Also richtig was Lego da Gott sei Dank zu springen hat lassen und das Ganze aufgrund dessen, dass ich 50.000 Abonnenten habe. Also da bin ich immer noch ziemlich stolz, beziehungsweise es ist auch irgendwie surreal, sich 50.000 Leute vorzustellen. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema vielleicht. Wir kommen zu der großen Verlosung heute und damit einhergehend war ja der Aufruf, Postkarten zu schicken. Und es sind auch viele Postkarten eingegangen, wer in den Kommentaren gesehen hat. Ich hatte ja so mit 100 ungefähr gerechnet. Es sind jetzt fast 400 geworden, die hier angekommen sind. Und tatsächlich, das ist vielleicht auch nicht so überraschend, fast die Hälfte möchte gern den Mustang haben. Dann noch ein Großteil auch die Apollo 5. Und die größte Chance zu gewinnen haben alle die, die das Drachenbootrennen aufgeschrieben haben. Weil da war es, glaube ich, nur 60-70. Das sehen wir hier an diesen Haufen. Mustang, Saturn 5, dann Drachenboot und ja, ein paar, die sich nicht so richtig entscheiden konnten, die verteile ich gleich noch zufällig auf den Haufen, sodass also da auch die Chancengleichheit gewahrt wird. Das Spannende an der Sache ist, es gab ein paar Widerworte auch oder Kritik. Postkarte, klappt das denn? Ist das jetzt in der Zeit denn überhaupt angesagt? Kann man durchaus drüber streiten. Zum Glück, wenn man so will, war es nicht nötig, dass ein Postbote extra dafür jetzt das hier bei mir in den vierten Stock bringt, sondern das ging alles an ein Postfach. Das heißt, da habe ich es dann abgeholt und es musste also nicht noch extra ausgetragen werden. Und ich muss auch für mich zugeben, es ist schon toll, das dann auch nicht nur als E-Mail oder sowas zu bekommen, sondern auch mal wieder Fotos zu sehen, Bilder von dieser Welt, insbesondere Deutschland zwar, also Gegenden, die ich auch noch nie kennengelernt habe, die ich da jetzt auf diesen Postkarten gesehen habe, die einfach Lust darauf machen, auch mal wieder rauszufahren und vielleicht dieses Land und auch drumherum zu entdecken. Also dafür schon mal vielen Dank und vieles, was ich allerdings auch wieder entdeckt habe. Also ein bisschen bin ich ja auch schon rumgekommen in meinem Leben. Und Postkarten haben was. Also und das hat mich auch selber wieder drauf gebracht, Mensch, eigentlich ist es auch nett mal wieder, wenn ich im Urlaub bin, nicht nur eine SMS oder eine WhatsApp oder sowas zu schicken, sondern auch wirklich mal wieder eine Postkarte. Also darüber habe ich mich schon mal sehr gefreut und es waren sehr unterschiedliche auch. Also es waren nicht nur normale Postkarten, was völlig okay ist, sondern viele, die auch noch ein bisschen was dazu geschrieben haben, sehr persönlich auch, bis hin zu ganzen Briefen. Also es waren auch zahlreiche, die nicht nur Postkarten, sondern Briefe geschickt haben. Alle gleiche Chance, aber ich habe mich natürlich auch sehr darüber gefreut. Sogar das Blümchen hat ein Blümchen gebastelt bekommen. Es gab gereimt und es gab sogar Postkarten aus den USA, die sogar rechtzeitig angekommen sind und auch aus anderen Teilen noch Europas, also die Klemmbaustein-Lyrik. Das finde ich dann auch immer wieder spannend, auch zu sehen. Ja, man hat ja einfach auch keinen Blick. Also man macht ja diese Sendungen dann oder diese Folgen, sieht natürlich in den Kommentaren, dass da Rückmeldungen kommen, sieht irgendwelche Zahlen, die sich auch im Kopf irgendwie ganz unterschiedlich dann auswirken. Aber wenn man dann wirklich die Postkarten hat und Menschen, die dann da auch zugeschrieben haben, manchmal auch mit Altersangaben, man sieht auch durchaus viele Kinder, aber viele natürlich insbesondere Erwachsene, dann macht das einem auch noch mehr, das gibt einem noch mehr das Gefühl, was da eigentlich da man vielleicht auch macht. Also und das motiviert. Also das kann ich definitiv auch sagen. Spannende Postkarten auch dabei, welche zum Beispiel aus der Schweiz mit kleinen Bergen drauf. Viele mit Bildern auch, von selbstgemachten Bildern auch, ne, wo man die Leute dann auch sieht drauf, die es geschickt haben und. Also wirklich sehr cool und vielen Dank an alle, die das gemacht haben und teilgenommen haben, aber natürlich auch allen anderen, die zuschauen, also und auch kommentieren und vielleicht jetzt keine Postkarte geschrieben haben. Also ja, ich lese es, ich habe es mit Freude alles zur Kenntnis genommen und wie gesagt, das motiviert mich auf jeden Fall. Deswegen wollen wir jetzt gar nicht lange drüber herum mehr reden und gleich zur Verlosung starten. Und ich habe ein ausgeklügeltes System hier ausgedacht, wie wir das jetzt machen. Dafür habe ich diese Wundertrommel hier aufgebaut, die es bei IKEA gibt für Kinder. Hier oben rein kommt jetzt gleich jeweils ein Haufen von Postkarten zum Ziehen. Und unten rein kommt mein Sohn. Und der holt dann hoffentlich irgendwas davon raus. Einen einzelnen.
Ja, und der hat gewonnen. So einfach ist das. Und das dreimal. Ja, und das werden wir jetzt gleich mal aufnehmen. Kann sein, dass die Bilder ein bisschen verschwommen sind, weil ich natürlich nicht will, dass mein Sohn zu sehen ist. Je nachdem, wie gut ich das so von hinten filmen kann, müssen wir das Ganze dann gleich mal ausprobieren. Ja, also, es ist wirklich... Gerade wenn ich jetzt auch noch mal wieder so ein bisschen hier durchblätter, es gibt irgendwie auch eine besondere Ballung noch mal in Erlangen. Es waren relativ viele Postkarten aus Erlangen. Das schöne Grüße an Erlangen, soll ja viel Wissenswertes über euch geben. Und ja, auch sonst, was man hier so an Gegenden, wirklich interessante Gegenden dann da auch sieht. Ja, wirklich, wie gesagt, auch sogar was Gebasteltes, wo man dann meinen Kopf dann auf was Gemaltes gesetzt hat. Es wurde sowieso relativ viel auch gemalt, gerade von Jüngeren, wo dann die Briefe dann von den Erwachsenen hinhergeschickt wurden. Also erwähnte ich schon, dass ich ziemlich baff bin und ziemlich begeistert bin. Also nochmal vielen, vielen Dank. Und jetzt, ja, nun genug gewartet, jetzt wird ausgelost. Also, ich habe mich vom ordnungsgemäßen Zustand des IKEA-Beutels überzeugt. Und der Rechtsweg ist zwar ausgeschlossen, trotzdem der erste Verzug zählt natürlich gleich und damit allen viel Glück. Und ich hole dann gleich mal das Ziehungspersonal hier in den Raum rein. Das schreit schon draußen und will wieder ins Wohnzimmer. Dann viel Glück. So, wir starten jetzt mit dem Drachenbootrennen, mit dem kleinsten Haufen, um den es jetzt geht. Der Erziehungsbeamte ist präpariert. War präpariert, so dass er eigentlich nichts sehen sollte. So, jetzt noch einmal so. Und eins, zwei, Kopf drei. Runter. Kopf runter. So, jetzt kriegst du den Stapel in die Hand. Genau. Hier ist der Stapel. Dann schmeiß ihn rein. Sehr gut. Und jetzt, warte mal, hier sind noch ein paar daneben gefallen. So, rein da mit dir. So, jetzt kannst du rein und eine rausfischen, ohne zu gucken. Kannst du den Topf schlagen hier. Und irgendeine raussuchen. Und gewonnen hat, gib mir die Karte her, Land's End steht auf der Karte drauf. Und es ist, ohne dass man es gleich sieht, ein Michael. Ein Michael aus Schwerin, der gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, das ist seine Karte. Ich glaube nicht, dass er da, das ist glaube ich nicht Schwerin, würde ich jetzt mal sagen. Aber... ja, man weiß nicht. Genau, du suchst noch eine? Nee, das ist jetzt durch. Wir kommen aber zur nächsten Verlosung. Das war ja heute noch nicht alles. So, nach harten Gehaltsvereinbarungen haben wir jetzt auch für die zweite Tüte, beziehungsweise für die zweite Ziehung, den gleichen Ziehungsbeamten. Es geht jetzt um die Saturn V-Rakete. Grüße an Felix. So, der Ziehungsbeamte sitzt schon im Ziehungsgerät, hat den Sack über dem Kopf und es wird jetzt... ist das richtig? Ja, das sind, glaube ich, warte mal, steht drauf, Saturn 5. Jo, hier, jetzt wird reingeworfen. Achtung. Und bitte irgendwas rausziehen. Okay, da, er hat einen und es ist... nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich machen. Ein Riesenrad von Andi. Der Andi hat es geschickt. Eine E-Mail-Adresse aus Stephansberg. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und last but not least, der große Mustang. Eines der schönsten Sets der letzten Zeit. Der Erziehungsbeamte hat es sich bequem gemacht im Gerät. Und wir gucken mal, während ich hier übrigens noch mal zeige, wie da auch teilweise schön gebastelt wurde, hier so richtig 3D-mäßig. Aber alle sollen die gleiche Chance haben natürlich. Gefreut habe ich mich über alles. Und Sohnemann, alles klar? Achtung! Und bitte noch ein bisschen durch die Gegend werfen, was da drin ist. Einfach noch ein bisschen mischen. Ja, genau. Und jetzt darfst du einen rausziehen. Na, welche wird es sein? Ah, er hat eine. Hat er eine? Die rausgeworfen wird, die ist es. Und? Es ist... oh, würde Landschaft mit Sonnenlicht und Regenwolken nicht fabelhaft zu Kaffee und Kuchen mit Schwiegermutter passen? Okay, ja, warum nicht? Mal was anderes. Da will jemand das Creator-Set. Anker ist es, aus Düsseldorf. Herzlichen Glückwunsch! Dann gehen die Sets jetzt an alle drei. Schön, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank an meinen Sohn für die Ziehung. Genau, da wird noch einmal gebrüllt. Und ich verrate nicht, was das Honorar war. Was kriegst du dafür jetzt? Eine Playmobil-Tüte. Genau, dafür gibt es jetzt eine Playmobil-Tüte. Es ist aber...
Das, ich sag ja, es waren harte Gehaltsverhandlungen. So, allen Gewinnern ganz viel Spaß, allen, die mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank auch. Ich habe mich bannig gefreut und wir sehen und hören uns hoffentlich dann bald wieder. Tschüss. Möchtest du auch noch was sagen? Bis bald. Genau. Und Glückwunsch.